Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Oliver der Dicke, und willkommen zu einem neuen Video zur Skibidi Toilet. Ich habe mir gedacht, ich werde auf jeden Fall erstmal auf die vorkommenden drei Folgen einzeln reagieren, weil irgendwie finde ich diesen Content einfach geil und ich möchte euch so schnell eine Reaktion von meiner Seite bieten. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es ist Platz 4 auf den Trends von Gaming, was ich nicht verstehe, weil es eigentlich eine Animation ist, aber die Engine davon, die damit erstellt wurde, ist ja eigentlich Source Film Dings oder wie das hieß, so Filmmaker Animation, aber halt wegen dem Stil und der Hintergründe ist es halt jetzt hier von Half-Life abgesehen. Auf jeden Fall sehen wir, okay, komischerweise. Ich weiß nicht, warum das manchmal so verbuggt ist, aber egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt auf den 46. Part reagieren. Und damit würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum und let's go. Oha. Boah. Er wird weggeworfen. Oh, da kommt auch Titan Speakerman von der Flucht. Und da folgt ihm auch schon hier Titan TV Man. Jo, was ist das denn, Junge? Ist das ein Pissoir? Ach du Scheiße. Ach, ich glaube, der kann... Wartet mal. Oha, oh. Der ist tot. Uhu, ja. Ja, freu dich halt. Oh, sie leben noch. Daumen nach oben, würde ich sagen. Okay. Weil ich habe da gerade was gesehen, was gerade ganz interessant war. Ach komm, jetzt lädt's wieder 10 Jahre. Anscheinend hat er, weil er hier nichts sehen kann, also, warte mal, habe ich ein besseres Bild? Der hat ja hier was vor den Augen. Und da hat jetzt hier so eine Kamera, damit er sehen kann. Ach ne, ist das eine Brille? Eine Brille? Ist es eine Brille, die er hat? Und da guckt er jetzt mit der Kamera, wo der Gegner ist. Der hat ja anscheinend noch ein Messer an der Seite. Das er ablockt und BAM! In den Kopf gestochen. Krass. Krasse Episode. Also wir können nochmal sehen, wir analysieren das mal kurz. Also wir können sehen, dass hier ein Speakerman versucht, diese Jetpack-Skibidi-Toilette zu killen. Und da können wir aber auch sehen, dass auch so eine Skibidi-Toilette mit Upgrades nicht viel gegen so welche Kameramänner oder Speakermänner ausrichten kann. Naja, wenn die vor ihm zu tief liegt, ne? Da kommt Titan Speakerman von der Flucht, nachdem er seine Box gekillt hat. Hier, Titan TV-Man. Da rennen sie weg. Und da kann man sehen, er saugt die jetzt so alle ein. Das ist ein Pissoir, oder? Falls ich falsch liege, schreibt mal in die Kommentare, aber wenn man es jetzt umdrehen würde, würde ich wie ein Pissoir aussehen. Deswegen würde ich sagen, es ist eins. Auf jeden Fall hat er keine Spülung, deswegen wird er auch hier erstmal gekillt. Aber hier kann man auch wieder sehen, dass Titan Speakerman wirklich sehr OP ist und... ich meine, was heißt Titan Speakerman? Ich meine hier Titan TV Man, richtig krasses und... ja, so einfach so eine Toilette, die so richtig overpowered ist, killen kann. Aber ja. Da würde ich mit hier Big Pissoir Toilet abschließen. Hier. Und damit, Leute, würde ich mich erstmal verabschieden. Das ist wieder meine kleine Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und damit sehen wir uns beim nächsten wieder. Beim nächsten Video. Beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.